In dieser Debatte hat Hans-Peter Uhl für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach all dem, was wir heute wissen über die dramatischen Ereignisse im Sommer dieses Jahres in der Türkei, waren die Dinge doch in der Abfolge so, dass Recep Erdogan von langer Hand plante eine Säuberungsaktion im gesamten türkischen Staatsapparat. Tausende zu entlassende Staatsbedienstete wurden listenmäßig von ihm erfasst. Und mit diesen Entlassungen wollte er beim Militär Anfang August beginnen. Diese Entwicklung wollte das Militär, was wir verurteilen, ohne Zweifel, durch seinen Putsch am 15. und 16. Juli zuvorkommen. In dieser Reihenfolge haben sich die Dinge entwickelt. Dieser Putsch war darauf formale Legitimation, aber auch willkommener Anlass für Präsident Erdogan, den Notstand auszurufen und als Alleinherrscher zu regieren. Schlag auf Schlag wurden in allen staatlichen Bereichen längst vorbereitete Personallisten herausgezogen und zu Säuberungen benutzt. 34.000 Menschen, so groß wie eine mittlere Stadt, sind seither inhaftiert. Gefängnisse sind überfüllt, Straftäter müssen entlassen werden, um diese Menschen, die zu Unrecht zum größten Teil inhaftiert sind, dort unterzubringen. Ein Drittel der Generäle sind inhaftiert. 72.000 Staatsdiener wurden ohne jedes Urteil unter Fortfall aller Bezüge entlassen, und auch Stiftungen, soweit sie nicht islamistischer Art, islamische Stiftungen sind, wurden enteignet. 4,6 Milliarden Euro sind auf diese Weise enteignet worden. Recep Erdogan, der eigentlich repräsentativer Staatspräsident der Türkei ist, hat per Notstand die Gewaltenteilung aufgehoben, leitet die Regierungsgeschäfte, indem er die Kabinettssitzungen leitet, persönlich, inszeniert sich als Parteivorsitzender der AKP, obwohl er eigentlich neutraler Präsident sein sollte. Und wir, der Westen, die USA und auch die Europäische Union, wir sind sprachlos und fast unmächtig stehen wir dieser Entwicklung gegenüber. Die Türkei verstößt ganz unzweifelhaft mit ihren Fehlentwicklungen gegen alle Grundprinzipien unserer europäischen Werteordnung. Den von der EU vielbeschworenen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Sultan Erdogan demonstrativ den Rücken gekehrt. Die NATO ist ja nicht nur ein Verteidigungsbündnis, die NATO ist auch eine Wertegemeinschaft, weswegen es in der Präambel der NATO heißt, die Mitglieder sind entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Das ist die Präambel der NATO, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Auch diese Grundpfeiler des Atlantikvertrags werden von Erdogan ignoriert. Ist es nun klug, diese Türkei aus der NATO auszuschließen? Ist es klug, jegliche Beziehung zwischen der Europäischen Union und der Türkei abzubrechen? Ist es klug, diese Türkei aus dem Europarat zu werfen? Nein, der FAZ-Journalist hat recht, wenn er sagt, Herrscher kommen und gehen, die Geografie dagegen bleibt bestehen. Die Türkei ist nun mal das geografische Scharnier zwischen uns, Europa, und dem Nahen Osten, und so wird es auch bleiben. Das heißt, die Türkei hat für uns strategische Bedeutung jetzt und auch in der Zukunft. Auch deshalb ist ein vollständiger Bruch mit der Türkei niemals in unserem eigenen Interesse. Kraftmeierei, Belehrungen von außen bereiten nur den Nährboden für Erdogans Rhetorik gegen den Westen, gegen die Europäische Union. So werden wir unfreiwillig zum Gehilfen von Erdogans nationalistischer Propaganda.
Was sind nun die sinnvollen Handlungsoptionen für uns? Letztlich, und darauf ist immer wieder hinzuweisen, bei solchen Entwicklungen, in welchem Land auch immer, sind es schon die Türken selbst, die sich von diesem selbsternannten Sultan und Herrscher befreien müssen. Wir können diese Aufgabe den Türken letztlich nicht abnehmen. Wenn die Dinge sich so entwickeln, wie sie hier auch schon beschrieben wurden, dass die Tourismusbranche, die für die Türkei so wichtig ist, auf ein Viertel sich reduziert wurde, da hilft auch Putin mit seinen zwangsverschickten russischen Touristen zu Erdogan nicht weiter. Wenn es so ist, dass die Arbeitslosigkeit dramatisch zunimmt, wenn es so ist, dass die Geldentwertung schlimme Formen annimmt, wenn es so ist, dass die Staatsverschuldung enorm zugenommen hat und ausländische Investitionen, wovon die Türkei abhängig ist, natürlich nicht mehr erfolgen werden. Wenn es so ist, dass 60% des türkischen Exportes in die EU gehen, dann weiß man, dieser Erdogan wird sein eigenes Land ruinieren. Er wird seiner Türkei schwersten Schaden zufügen und deswegen müssen die Türken sich von ihm befreien. Mit anderen Worten, ein Ausschluss aus der NATO wäre eine Fehlentscheidung. Die Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union allerdings, die, und dabei bleiben wir, haben wir von Anfang an als einen Irrweg gesehen. Und dabei bleiben wir auch. Nicht besserwisserisch. Nicht besserwisserisch, sondern wir haben auch immer gesagt, wir brauchen wegen der Scharnierfunktion eine Heranführung dieser Türkei an die Europäische Union. Das heißt, die privilegierte Partnerschaft, die wir entwickelt haben, war von Anfang an der richtigere Weg. Und dafür auch Geld auszugeben durch die EU, die Heranführungshilfen an unsere Wertegemeinschaft zur Ausbildung von Juristen und andere Dinge mehr, war richtig. 6 Milliarden Euro wurden ausgegeben für diesen Zweck. Das war richtig. Und mit diesen Heranführungshilfen sollten wir nach Erdogan auch wieder weitermachen. Aber jetzt, in einer Zeit, in der Erdogan seine Türkei, die er sich unterjocht hat, von der EU wegführen will, gibt es keinen Grund mehr, Geld auszugeben für eine Heranführung. Ich komme zum Schluss. Die klare Kante, die man von uns jetzt schon erwartet bei dieser Entwicklung und die klare Aussprache, zeigt, dass die Türkei wohl auf dem Weg ist, nicht mehr Transitland für Flüchtlinge zu sein, sondern leider Gottes auch Herkunftsland für kurdische Flüchtlinge wird. In einer solchen Zeit wird es unverantwortlich sein, dieser Türkei Visa-Liberalisierung als Reaktion auf diese Entwicklung zu geben. Wir sind strikt gegen diese Visa-Liberalisierung.